Ja, das Besondere an The Voice of Germany ist, dass es tatsächlich, wie der Name schon sagt, nur um die Stimme geht. Also es zählen weder Alter noch Aussehen noch Styling. Groß, klein, alt, dick, dünn, das ist alles vollkommen egal. Es zählt einzig und allein die Stimme. Unsere Coaches saßen ja mit den Rücken zu den Talenten und haben sich dann nur aufgrund der Stimme für einen Kandidaten entschieden. Und das unterscheidet uns von allen anderen Musikshows, die es im deutschen Fernsehen gibt. Ja, ich muss sagen, die Stimmung hinter den Kulissen ist schon sehr familiär, weil wir haben uns natürlich auch bei den Proben kennengelernt, dann in den ersten Castings und so. Also man kennt sich schon, man hat sich lieb gewonnen, ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon sehr gut kennengelernt. Und wenn dann jemand gehen muss, das ist schon sehr traurig. Aber es gibt ja das gute Facebook und da findet man sich wieder. Also zu unseren Coaches muss ich sagen, dass wir uns außerordentlich gefreut haben, dass Xavier Naidu, Nena, The Boss Hoss und Ray Gavi zugesagt haben, weil zum Beispiel auch Xavier Naidu eigentlich vorher alles abgelehnt hat, was mit Casting oder Musikshow zusammenhängt. Aber das Konzept von The Voice hat ihn so überzeugt, dass er gesagt hat, das ist die einzige Show, in die ich gehe. Und ich muss sagen, dass er und auch alle anderen Coaches die Talente wirklich auf Augenhöhe behandelt. Bei uns gibt es nicht diese klassische, böse ausgedruckte Trash-Farbe in der Show. Das heißt, diese ganzen Casting-Phasen finden bei uns ja gar nicht statt. Also bei uns, zu uns kommen nur Leute, die wirklich auch schon sehr gut singen können. Und es macht sich niemand lustig über Aussehen, über Alter, über die Körperfülle eventuell. Es geht wirklich einzig und allein nur um die Stimme. Und das unterscheidet uns von allen anderen Musikshows. The Voice of Germany ist für mich die erste Musikshow, die ich moderiere im deutschen Fernsehen. Ich habe mit Musik eigentlich nicht so wahnsinnig viel am Hut. Ich singe außerordentlich gerne, sehr laut und wahnsinnig schlecht. Also gerne im Auto, wo es dann peinlich ist, wenn man nur so da sitzt mit geschlossenen Fenstern und die Leute schon gucken. Unter der Dusche auch sehr gerne. Die Nachbarn sind leid gewöhnt. Aber ansonsten habe ich mit Musik nicht so viel am Hut. Aber ich moderiere die Sendung außerordentlich gerne. Das macht richtig viel Spaß.